Hey ho Leute und willkommen zu einem kleinen Tutorial, das ich ja angekündigt hatte. Und ich werde jetzt noch zwischendrin noch ein bisschen was anderes versuchen zu erklären. Und vorher noch schnell während des Ladespiels was in eigener Sache aufklären. Und zwar, ich habe jetzt einiges vorproduziert gehabt. Sehr viel sogar eigentlich. Mit neuem Mikrofon und auch davor ohne neues Mikrofon. Und das Problem ist, ich habe jetzt in den letzten Wochen, also Problem ist es nicht, aber ich habe halt jetzt in den letzten Wochen mir aus dem Tierheim einen kleinen Hund zugelegt gehabt, habe gehofft, dass der kleine Fratz sich hier einlebt. Hat sehr viel Arbeit gemacht, da, das hatte ich ja vorproduziert, weil ich mir halt gedacht habe, okay, das ist ein Hund, der kommt aus dem Tierheim, der ist schwierig, der braucht viel Aufmerksamkeit. Und alleine schon deshalb, ich habe den Hund genommen, weil seine Vorbesitzer ihm die Ohren abgeschnitten hatten. Und ich muss sagen, das geht mal gar nicht. Und ja, hat mich dann sehr viel Zeit in Anspruch genommen und sehr viel Zeit gekostet halt. Und das Traurige ist halt leider Gottes, der kleine Hund ist dann zu Hause super gut und alles lieb, alles perfekt, so wie man sich's vorstellt, tipptopp. War stubenrein, konnte man stundenlang alleine lassen. Zum Einkaufen zum Beispiel, wenn ich mal zur Fitness gegangen bin. Aber leider Gottes, so wie man draußen war und er ein Auto gesehen hat, Fahrrad oder sogar dann am Ende kleine Kinder und Menschen allgemein, ist er voll ausgerastet und richtig geisteskrank gewesen dann. Und ja, das war dann jetzt nicht so geil. So, also wir fangen heute als erstes mal an. Ich mache das zweiteilig wahrscheinlich. Laning Phase. Und zwar möchte ich euch erklären, wie man am besten last hittet. Und je nachdem, was euer One-Trick-Champion ist zum auf der Lane spielen, oder halt je nachdem, welche Lane ihr sagt, okay, ich habe jetzt hier diesen kleinen Champion-Pool von den 4-5 Champions, die ich gut kann. Und aber ihr habt keine Last Hits. Und ich kann euch sagen, Last Hits sind wichtig, weil eine Wave ungefähr so viel Geld gibt wie ein Kill. Ne, zwei Waves sind ein Kill. Ihr müsst euch vorstellen, ich werde es euch gleich mal zeigen. Erstmal, was das Geld angeht. Und zwar, zack, 21 Gold. Jetzt machen wir noch eins bei denen hinten kaputt. Dürfen natürlich nicht dabei vergessen, hier zu last hitten. So, 14 und 21, also 35 Gold. Das heißt, bei einer Minion Wave hat man schon mal über 100 Gold. Das heißt, nach 2,5 bis 3 Minion Waves, die man komplett ge gefarmt hat, hat man halt einen Kill rein. Natürlich kann man auf Kills greeden, wenn die Gegner dumm sind und sich halt übelst catchen lassen. Aber sollte man nicht. So, ich mach kurz die Minions aus. Des Weiteren mache ich mal ganz kurz mein Auto-Refresh an. Und zwar, falls ihr jemals dazu gezwungen seid, unter den gegnerischen Tower zu diven. Ihr seid ADC. Der Turm, ihr seht's, der Schaden stackt sich hoch auf über 300. Und er fing bei 100 und 40 an. So, fängt bei 141 an. Und er macht mit jedem Schuss mehr Damage. Das stackt dreimal. Steht auch hier oben. Penetrating Bullets. Mit jedem Schuss, den der Tower abgibt, nach dem dritten Schuss, den er auf den Champion trifft, hat er über den doppelten Schaden. Das müsst ihr euch wirklich überlegen. Wollt ihr das? Jetzt war nicht mal das Auto-Refresh schnell genug, um mich zu retten. Ich skill auch jetzt ganz, ich habe jetzt nur ganz bewusst nur ein was gesillt. Ich habe auch keine Items, denn wenn ihr wirklich üben wollt, wie man lastet, empfehle ich euch zuerst die ganz wichtigen Schritte zu machen. Also Schritt 1 ohne Items, ohne Fähigkeiten. Schritt 2 mit Items, ohne Fähigkeiten. Schritt 3 ohne Items, mit Fähigkeiten. Und Schritt 4 natürlich dann mit Items und mit Fähigkeiten. Und ihr solltet versuchen, Entschuldigung, wirklich aus jeder Lane mit 4 bis mindestens, also mindestens 4 Minions rauszukriegen. Am besten 4 Caster Minions und einen Melee Minion. Nee, umgekehrt, die Melee Minions geben ja mehr.
Und es ist schwierig, ja. Es kann auch sein, dass ihr irgendwann mal Fähigkeiten einsetzen müsst, aber wie gesagt, es ist wichtig. Und auch immer dann gucken, dass ihr nicht zu spät lastet, auch immer ein bisschen darauf achten, wie die Minions schießen. So, zack. Auch immer mit auf die Backliner. So, ich habe mir gerade selbst eins versaut. Somit kann ich schon bloß noch 5 aus dieser Lane mitnehmen. Genau, das meine ich dann. Ihr könnt den gar nicht kriegen, wenn die Minions dann zu sehr drauf rumböllern. Wenn ihr natürlich dann jetzt hier, so wie ich jetzt hier schon Orianna spielt, weil ich will sie mal ausprobieren, sie ist ein Pocket Pick jetzt so für bestimmte Ligen. Die ist gut zum Pushen und so gedacht, aber lasst euch da jetzt mal nicht so drauf ein. Also mir im Endeffekt ist das scheißegal. Es geht bloß darum, dass ihr auch dann wisst, wie man richtig lernt zu last hitten erstmal. Das ist Nummer 1. Ups. Nein, ich wollte keinen. So, des Weiteren ist wichtig zu wissen, wann pushe ich und wann lasse ich mich einpushen. Wenn man einen Gank braucht, weil man hinterherhängt, lässt man sich einpushen. Das heißt, man fightet dann hier in diesem Bereich. Das heißt, wenn man schon ein bisschen behind ist, sollte man nicht versuchen, Richtung gegnerischen Tower zu pushen, weil erstens, wenn man unterm Tower ist, habe ich euch gezeigt, man kann so easy gepunished werden. Das heißt, man steht wirklich dann immer hier hinten. Mach nochmal die Minions aus. Und falls ihr ahead seid, könnt ihr anfangen zu pushen. Das heißt, wenn ihr jetzt zwei, drei Kills habt auf der Lane, vielleicht einer reicht schon, oder der Gegner kann nicht farmen, weil ihr ihn einfach die ganze Zeit hier zum Beispiel mit Orival hier, der Gegner steht hier hinten. Und die Minions stehen halt hier irgendwo. Dann könnt ihr hier vorne versuchen, hier immer so ein bisschen so Piu. Halt versuchen einfach den Gegner ein bisschen zu harassen, sodass er nicht an die Minions rankommt und in Erfahrungsreichweite steht. So. Im Endeffekt, was ich jetzt hier mache, geht natürlich im normalen Spiel nicht. So, aber was wichtig ist jetzt, solltet ihr wirklich ahead sein, also wirklich mehr Farm, mehr Kills haben, dann werdet ihr Richtung gegnerischen Tower pushen, aber unterm Tower niemals den Gegner angreifen. Wenn der Gegner euch angreift, zieht ihr euch zurück, hofft, dass die Minions Aggro kriegen und versucht immer wieder so viele mögliche Hits wie möglich auf den Tower zu landen, dass ihr den Tower halt schädigt. Natürlich, sobald ihr seht, da ist bloß noch ein Minion da, lauft ihr wieder zurück, alles gut. Das bedeutet aber auch wiederum, dass falls ihr keine Vision habt, ihr von hier hinten gegankt werden könnt. Das heißt, wenn ihr pusht, hier und hier in diesem Bereich steht, seid ihr immer offen und werdet von hier hinten gegankt. Also jeder gute Jungler wird euch dann in den Rücken fallen und versuchen, der Botlane zu helfen. Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Egal, wenn ihr hier oben spielt und seid eingepusht und werdet eingepusht, kann euer Jungler über hier kommen und den Gegner angreifen. Natürlich kann euer Jungler in dem Moment dann irgendwo hier unten im Busch warten. So, und sagen, yo, ich schütze euch mit. Ist aber eher selten. So ein Inlane-Gank ist äußerst selten und eigentlich auch nicht unbedingt von Erfolg gekrönt, weil er in dem Moment, also so ist meine Erfahrung, die meisten verstehen das nicht, warum du dann hier in dem Busch stehst, während deine Lane hier so steht und die Gegner einfach irgendwo hier oben chillen. Weil die meistens dann so noch dagegen pushen und dann denkst du dir so, wow, ich stehe jetzt hier, will versuchen zu pushen, aber sie machen nichts, dass es funktioniert. Also ist für euch erstmal Grundregel, immer Warden, Botlane. Spielt hier oben, das ist wichtige Stelle. Spielt hier unten, also die blaue Seite oder die rote Seite, ist scheißegal, ihr braucht hier Vision und hier im besten Fall auch Vision. Weil für den Fall, dass ihr von unten her spielt, stellt ihr ein Pinkboard rein und hier üben immer ein ganz normales Ward. Damit ihr halt seht, okay, ich stelle mich jetzt hier unten in den Busch und ihr seht dann automatisch auf der Minimap auch angezeigt. Ihr seht, ob einer hier lang kommt, ihr seht, ob einer hier lang kommt. Super. Das heißt, falls ihr oben steht und campt, kann euch keiner, der jetzt nicht irgendeine Unsichtbarkeit benutzt, wie zum Beispiel ein Twitch oder eine Evelynn oder sowas, die kann euch nicht ins Kreuz fallen. Solltet ihr natürlich Pink Wards hier und hier stehen haben, kann auch eine Evelynn euch nichts, weil ihr sie im Endeffekt mit dem Pink Ward aufdeckt.
Andersrum ist es natürlich trotzdem, falls ihr hier unten eingepusht seid, ich kann es bloß an der Seite jetzt gerade vormachen. Ihr seid hier unten mit eurem Supporter und werdet eingepusht. Hier sind die Minions. Ihr habt trotzdem immer wieder die Möglichkeit, gegankt zu werden von eurem Jungler. Das heißt, ihr wollt immer dafür sorgen, dass er erstens selbst sieht, so nach dem Motto, yo, hier oben ist Vision, ich weiß, hier steht keiner drin, der mich trappt. Ist wichtig. Und wenn ihr keine Vision habt, sage ich es euch auch ganz einfach so, wie es ist, sollte ich zum Beispiel mal Jungler sein und die Botlane ist nicht gewardet, ich komme nicht auf die Botlane, ich sehe das gar nicht ein. Weil es ist für mich viel, viel schwieriger einzuschätzen bei einer nicht gewardeten Lane und ich nicht den gegnerischen Jungler sehe oder gegnerischen Midlaner, dann könnt ihr ja irgendwo hier rumgeiern und rumwarten. Könnt ihr drinnen stehen, keine Vision. Und dann stehen hier drin auf einmal zwei Leute. Kann ich nicht sehen. Ist ein unnötiges Risiko. Gehe ich nicht ein. Deshalb immer, wenn ihr einen Gank haben wollt und wirklich behind seid, nicht hier hochpushen. Lasst euch einpushen. Versucht nur die Last Hits auf die Minions zu machen. Das ist halt, die Gegner pushen meistens selber nicht. Das heißt, wenn ihr der Gegner auch nur so Farm nimmt, so wie ich das gerade versucht hatte, dann pusht die Lane nicht gegenseitig, sondern ihr macht im Endeffekt bloß so ein, es nennt sich Lane Freeze. Läuft denn hier jetzt mit? Ah, guck mal an, wie sie rumzappeln. Und das wird dann später auch ganz wichtig, dass wenn ihr euch selber sagt, okay, es ist jetzt wichtig, ich kann jetzt hier gar nichts anderes machen. Das ist halt erstmal so diese Lane-Mechanik. Zum Beispiel ist es für euch wichtig, also ganz wichtig, egal ob Bot, Mid oder Top-Lane, ihr solltet versuchen, den ersten Tower zu kriegen. Moment, ich gehe kurz in die Base und hole mir mal ein paar Items. Ja, so viel Geld werdet ihr nicht haben. Zumindest nicht so auf die Schnelle. Und ich werde jetzt mal versuchen, hier ganz schnell so einen Tower einzureißen. Und was würde ich jetzt noch nehmen? Weiß ich nicht. Ach ne, einfach das und das noch. Hextech GLP. Und Hextech GLP dazu. Scheißegal, was ich jetzt für Items nehme. So, ich gehe jetzt hier zum Turm und fange jetzt an, den Turm hier anzugreifen. Jetzt mal unabhängig davon, dass ich jetzt gleich hier die ganze Zeit auf die Fresse kriege vom Tower. Ist ja bloß zum Zeigen. Es geht darum, dass ihr versteht, wenn ihr den ersten Tower tötet, vernichtet, bekommt ihr massig Geld dafür. Leider funktioniert die Passive von Orianna nicht dafür hier. Funktioniert noch ein Ashers 2. So, ihr werdet gleich sehen, der Tower gibt am Anfang 600 Bonusgold. 300 Bonusgold plus nochmal Geld dafür. Für den Tower, dass ihr da eingerissen habt. Das ist verdammt viel. Und das ist auch das, was wichtig ist, dass ihr versteht. Tower pushen ist immer gut. Ihr bringt damit euch etwas und eurem Team. Am besten ist natürlich, wenn ihr dem Team was bringen wollt. Dann versucht ihr den Tower nicht selbst zu lasten. Ich meine, klar, es gibt dann mehr Geld für euch, aber wenn ihr den Tower nicht lastetet, dann kriegt euer ganzes Team einen Bonus davon. So, zum Beispiel auch immer wichtig, wenn ihr auf der Botlane seid und ihr habt unten Richtung Tower gepusht, euer Jungler ist irgendwo hier in der Nähe, also irgendwo hier unten in dem Bereich, pingt den Drake, sagt, yo, Kollege, lass mal den Drake machen. Natürlich dann, falls ihr Drake macht und nicht wisst, wo die Gegner sind, sollten die Wards hier so in diesem Gebiet stehen. Um euch abzusichern. Hier seht ihr, ob von hier jemand kommt. Natürlich, hier könnt ihr nicht in den Busch reingucken, ist aber auch egal. Hier könnt ihr sehen, ob von hier einer kommt oder von hier einer kommt. Das Ward ist jetzt bloß für mich, um zu zeigen, da soll das sein. Ansonsten steht das erste Ward wieder hier unten. Und damit seht ihr komplett, euer Jungle ist safe. Also es kann keiner hier rankommen, weil sie wirklich dann über hier hinten reinlaufen müssten. Da müssten sie irgendwo hier lang oder hier lang, was man sehen würde. Wichtig. Dann macht ihr euren Drake. In der Zeit hat höchstwahrscheinlich die Botlane, weil sie vielleicht denken,
Ihr seid Base gegangen. Bisschen eingepusht. So, dann macht ihr hier, puff. Puff, Break gemacht. Was macht er als nächstes? Geht wieder zurück auf die Botlane, fangt an die Minions zu pushen. Ich mach das bloß mal vor, ohne Minions. So, zack, erste Seite. Zack, zweite Seite und so, so weiter. Ne? Also, ist jetzt übertrieben schnell, aber es geht nur ums Prinzip. So, dann habt ihr gepusht. Habt vielleicht dann noch den Tower gekriegt. Dann könnt ihr Base gehen und könnt euch dann Items kaufen. Am besten immer erst zurückgehen, wenn ihr dann wirklich sagt, okay, zum Beispiel jetzt ADC, ich habe jetzt einen Greatsword, also dieses BF-Schwert. Also, was euch halt am meisten am Anfang bringt. Ich meine, wenn ihr jetzt immer wieder dazu geforst werdet, zurückzugehen, dann fangt ihr euch an, zum Beispiel die meisten ADCs starten mit diesem Item. Wenn ihr unter 1300 zurückgehen müsst, zum Beispiel bei 1000 Gold könnt ihr zurückgehen, könnt ihr euch diese drei Items holen. Oder das weglassen und dafür Schuhe holen. Ist auch nicht verkehrt. Bei 1300 kann man wirklich zurückgehen und sich ein BF-Sword kaufen, weil das ist im Endeffekt ein großer Damage-Spike, möchte ich jetzt nicht nennen, aber es ist halt schon mal ein großer Vorteil, den ihr habt. Habt ihr dann zum Beispiel hier unten das gemacht, könnt ihr dann überlegen, pushen wir jetzt weiter, müsst ihr aber Vision aufbauen, und zwar müsst ihr dann Vision hier oben hinsetzen, hier hinsetzen, und hier unten muss halt auch Vision bestehen, weil, auch mit meinem Tower hier, es geht halt dann darum, wenn ihr hier auf der Lane pusht, müsst ihr sehen, ob hier was kommt, ob hier was kommt. Und das ist ganz wichtig, oder ob jemand von unten her euch ins Kreuz fällt. Natürlich könnt ihr jetzt nicht, ihr seid da bloß ein Spieler. Falls euer Supporter noch gut ist, setzt da auch noch ein Ward. Aber ihr habt halt nicht mehr als 3-4 Wards zur Verfügung. Deshalb, wenn jetzt hier und hier ein Pink Ward steht, könnt ihr natürlich dann noch hier oben auf der Lane einen Ward setzen. Das hilft euch im Endeffekt sehr. Aber das Wichtigste ist halt zu gucken, falls ihr den Tower hier weggepusht habt und ihr seid besser als der gegnerische ADC, pusht ihr entweder auf dieser Lane weiter, um den zweiten Turm zu kriegen. Oder falls die anderen Lanes Probleme haben, zum Beispiel jetzt Midlane ist der Tower fast weg, Toplane ist der Tower fast weg, dann versucht ihr natürlich in Richtung Mitte zu gehen, durch den River oder so, und fangt dann an, in der Mitte mitzupushen. So, also so ist das mein. Falls ich mit irgendwas falsch liege, müsst ihr mir das sagen. Aber ihr versucht halt dann den Lanes, die behind sind oder halt schlecht laufen, zu helfen. Natürlich solltet ihr jetzt nicht hier hingehen und dem Spieler, der dann hier schon zurückgefallen ist, noch den Farm klauen. Das ist Blödsinn. Also kommt er nicht voran und hat sogar noch mehr Defizit, weil ihr dann weiter gefarmt seid und er nicht. Und vor allen Dingen, umso mehr Leute auf der Lane sind, umso weniger Erfahrung bekommt ihr ja. Ist ja ganz normal, weil Solo-Lane teilt sich die Erfahrung nicht, und wenn ihr dann dazu stoßt und dann drei Mann auf immer seid, wird die Erfahrung von, ich übertreib mal, von 30 EP, was pro Monster geht, wo es normalerweise dann einer 30 EP bekommt, und weil er alleine ist, halt die 30 behält. Wenn man zu dritt ist, bekommt halt jeder plus 10. Ist halt Blödsinn, so behindert man sich selbst. Und man guckt dann, okay, jetzt hier, Kill, zack, bumm, tot. Wäre super. Dann kann man weitergehen und wieder zurück auf seine Lane und versuchen weiter zu pushen. So, aber das Wichtigste ist halt wirklich am Anfang, lernt Last Hitten. Ich mache jetzt nochmal die Minions an. Lass nochmal 3 Sekunden schnell vorlaufen. Geht's mit. Ist gut, okay, ich habe jetzt Items, aber es geht einfach ums Prinzip. Einfach wirklich versuchen zu pushen, wenn es notwendig ist. Und wenn es nicht notwendig ist, keine Fähigkeiten einsetzen, kein Mana einsetzen, nicht unnötig irgendwo auf Minions draufklopfen, weil umso länger die Minions gegeneinander kämpfen, umso weniger pusht diese Lane. Natürlich, wenn ich mich jetzt einpushen lassen will, dann schlage ich bloß die Minions hier ein bisschen kaputt. Wenn ich selber pushen will, mache ich so, bumm, und fange an weiter zu pushen. Ist halt irgendwo richtig, weil man dann in Richtung gegnerischen Tower gehen möchte. Aber wie gesagt, wenn man behind ist, macht man das nicht, weil es dann im Endeffekt nur einem selbst schadet. Das ist eigentlich das Wichtigste, erstmal zu verstehen, dass man mit Hilfe von Pushen und Lane-Kontrolle sich einen Vorteil erarbeiten kann. Weil ich übertreibe mal, ihr solltet pro Minute ungefähr 10 CS haben.
Also so ist das so ungefähr angesetzt. Das ist bei Pro-Player und so. Ihr müsst kein Pro-Player sein. Es reicht schon, wenn ihr 5 oder 6 CS pro Minute habt. Was sag mal, in jeder Lane mindestens 4 Monster mitnehmt. Weil wenn ihr jede Lane 4 Minions mitnehmt, zum Beispiel jetzt, wir nehmen jetzt einfach mal die hier und das hier hinten, habt ihr trotzdem immer noch einen Vorteil gegenüber dem, der gar nicht Last Hit kann, richtig. Aber wenn zum Beispiel der Gegner jetzt bloß von einer Lane immer 2 bis 3 Monster mitnimmt, habt ihr immer noch einen Goldvorteil. Und der Goldvorteil ist halt, ihr habt dann doppelt so viel Gold wie er, wenn ihr immer. Der Gegner nimmt 2 Minions mit, ihr nehmt 4 mit pro Lane. Heißt, ihr habt nach einer Zeit X immer doppelt so viel Geld. Jetzt mal abgesehen davon, falls euer Supporter euch in irgendeiner Form unterstützen kann. Durch irgendwelche Items, zum Beispiel dieses Relic Shield, was durch diese Auflösung dieser Stacks halt Geld bringt. Und ansonsten immer auf die Objectives achten. Immer, selbst wenn ihr Botlane seid, immer mal gucken, dass ihr irgendwo hier ein Ward stehen habt, weil ein Ward ist wichtig. Weil ihr könnt zum Beispiel auch, falls ihr unten ein bisschen gepusht habt und der gegnerische Jungler macht den Drake, könnt ihr versuchen mitzuhelfen. Ihr könnt hier rum in den Drake Pit reinlaufen. Ihr könnt hier rum in den Drake Pit rein. Ihr könnt von oben her, falls ihr in der Mitte seid, in den Drake Pit rein. Natürlich solltet ihr gucken, dass ihr nicht ungewardet hier hingeht. Aber es ist immer wichtig zu gucken, habe ich Vision? Und wenn ich was weiß und was sehe, versuchen den Gegner aufzuhalten, das zu unterbrechen. Vielleicht sogar selbst zu klauen. Weil es im Endeffekt ist es ja auch ganz, ganz gut, hier Drakes zu haben. Ich weiß nicht, die meisten von euch werden das wissen. Infernal Drake gibt bis zu mit jedem Stack 8% mehr Schaden, also 8% mehr Fähigkeitsstärke, 8% mehr Angriff. Der Mountain Drake gibt bis zu 30% mehr Schaden gegen Tower und epische Monster als True Damage. Cloud Drake, ja, Wolkendrache ganz normal, gibt Movement Speed immer 2%. Wird sogar verdreifacht, wenn man außerhalb vom Kampf ist. Und der Ocean Drake, also der Meeresdrache, regeneriert 4 bis 12% vom fehlenden Leben und Mana in 5 Sekunden. Das heißt, solltet ihr falls fast tot sein, regeneriert euch das natürlich übelartig hart. Ist ja klar. Macht man natürlich nicht so Lane pushen, aber ich mach's euch bloß mal vor. So. Dann könnt ihr zum Beispiel, falls ihr den unteren Tower hier weg habt, könnt ihr anfangen, im gegnerischen Jungle rumzugroigen. Und versuchen, Buffs wegzunehmen, dem gegnerischen Jungler oder hier halt auch normale Camps. Weil in dem Moment, wo ihr das schafft, eure Lane sozusagen zu steamrollen, nenne ich es einfach mal. Also sozusagen selbst vorne wegzukommen. Und ihr nehmt dem gegnerischen Jungler diese ganzen Minions hier alles. Also das Camp, den Grom, den Blue Buff und die Wölfe. Ihr unterbrecht ihn damit im Farm. Ihr werft damit auch den gegnerischen Jungler zurück. Das ist sehr wichtig, das zu verstehen. Ich selbst für mich muss dazu sagen, Asche auf mein Haupt, ich bin darin sehr schlecht. Ihr habt selber gesehen, ich habe selber schon Probleme ohne Items oder sonst irgendwas zu Last Hitten. Aber ich versuch's zumindest. Es ist halt so, du gehst dann auf die Lane und versuchst dann in irgendeiner Form was zu reißen. Es ist aber wirklich schwierig am Anfang, wenn man es wirklich niemals gewohnt war. Zum Beispiel, man war immer Supporter, so wie ich jetzt. Ich war jetzt über 2 Jahre lang Supporter und ein bisschen Jungler. Ich habe keine Ahnung mehr vom Last Hitten, weil im Jungle, da böllerst du die ganze Zeit drauf und hoffst, dass das Monster schnell genug umfällt. Und auf der Lane ist es wieder was ganz anderes, weil da musst du ja gucken, dass du nicht sinnlos pushst. Du musst gucken, dass du hier nicht irgendwo sinnlos Farm aufgibst. Hat dann alles seine Ordnung. Vor allem eröffnest du ja dem Gegner Tür und Tor, wenn du an den falschen Stellen pushst. Und ihr wollt euch ja nicht selbst ins Bein schießen damit, sondern ihr wollt euch selbst auf der Lane hier halt sozusagen voranbringen. Ihr könnt auch gucken, vielleicht, dass ihr mal eine Seite habt ohne Masteries. Und ihr seht schon jetzt, ich hab noch, dadurch, dass jetzt hier halt das Spiel, theoretisch geht es erst 2 Minuten, aber ihr seht ja hier, kommen 44 AP rein, weil die Mastery halt weiß, trotzdem, wir spielen länger. Probiert's einfach. Nehmt einfach einen Charakter ohne Mastery.
ohne Items, ohne alles und versucht Last Hit zu üben. Natürlich, wenn ihr euch dann traut, könnt ihr mal zum Beispiel in ein normales Spiel reingehen. Wie gesagt, die Tipps sind jetzt alles mehr in Richtung Ranked ausgelegt. Und dann könnt ihr versuchen, gegen normale andere Spieler sowas zu lane. Weil im Normal Game, wenn ihr verliert, das juckt jetzt, so, sagen wir mal, nicht so, so unbedingt. Ich meine, klar, werden sich dann Leute aufregen und sagen, du bist kacke, warum spielst du das? Aber lasst euch davon nicht entmutigen, weil im Endeffekt, es ist ein Normal. Im Normal Game kann man Zeug probieren, das ist genauso wie im Aram, ihr könnt rum und um probieren. Ihr seid dort nicht irgendwie an irgendwas gebunden. Zum Beispiel schon wieder einen Faden verloren beim Last Hitten. So. Das soll es jetzt. Ich wollte es eigentlich viel kürzer machen, aber es sind schon wieder 25 Minuten geworden. Das ist so die Laning-Strategie. Ihr versucht, den Gegner zu outfarmen. Ihr versucht, dem Gegner zu unterbinden, dass er nicht Fähigkeit, sondern Erfahrung bekommt, indem ihr ihn einfach immer hinter seine Minions bringt. Das heißt, wenn ihr poken könnt, sehr gut poken, immer versuchen, den Gegner hier hinten zu halten. Das ist wichtig, weil dann können sie die Erfahrung von den Minions hier vorne zum Beispiel nicht kriegen. Er kriegt zum Beispiel wahrscheinlich die Erfahrung von den Cannon-Minions nicht. Wenn ihr es könnt, pusht sie sogar ganz weg. Aber ansonsten nicht aggressiv spielen. Weil wenn ihr aggressiv spielt und die Gegner genau wissen, wann sie was zu tun haben, die werden euch immer punishen und sie werden immer gewinnen. Weil ihr müsst davon ausgehen, dass sie ihre Charaktere besser spielen können, als ihr jetzt, falls ihr Anfänger seid. Natürlich, wenn ihr jetzt sagt, ich bin jetzt ein Platin- oder Dia-Spieler, ja, würde ich trotzdem noch nicht sagen, dass ihr so gut seid, dass ich dann sage, yo, du kriegst jeden Last-Hit, passt schon. Ich habe schon mit Leuten gespielt, die waren Master. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so eine schlechte Laning-Phase hatte. Der hat jeden CS gemisst, der hat jeden Trade verloren. Und das ist dann halt das, wo ich sage, nee, das darf nicht sein. Gut, dann würde ich mal das jetzt hier unterbrechen. Fange dann gleich nochmal an und zeige ich euch sogar, wie es ist, wenn man dann halt mit einem oder zwei Bots spielt. Also, das sind nur Bots. Die sollen euch aber trotzdem zeigen, ungefähr was ich meine. Dann geht es nochmal so ein bisschen um die kleine Strategie. Und definitiv auch dann so Objectives und so, was man definitiv beachten sollte. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Und beim nächsten Mal mache ich noch ein paar Strategien, die ich für mich selbst gut finde. Falls ich natürlich, wie gesagt, falls ich hier in irgendeiner meiner Aussagen falsch liege, korrigiert mich. Ich kann es auch dann noch als eine korrigierte Version zum Beispiel hochladen, wenn ihr sagt, ey, das ist doch komplett falsch. Das ist voll der Bullshit. Also, kein Problem. Dann lade ich eine andere, eine verbesserte Variante davon hoch und du mich noch mehr damit auseinandersetzt. Aber ist halt das. Ich gucke sehr viel die LCS-Sachen und sowas an. Und das sind halt so Dinge, die man selbst sieht. Und auch dann für sich so festhält. Und das ist halt das. Ich habe das für mich so festgehalten und empfand es als gut. Gut. Gut, dann, ja, wie gesagt, nicht vergessen zu bewerten, zu kommentieren, wenn euch was Besseres einfällt. Und bis zum Part 2. Ciao, ciao.